Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Wir gucken uns ja jetzt schon so ein bisschen länger an, wie man die mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen sinnvollerweise manipuliert. Haben festgestellt, dass das bei Steifigkeiten so eine kleine Kunst ist, weil man entweder eine zweite Phase reinlegieren muss, was nicht immer gut geht, oder alternativ gleich den Verbundwerkstoff erfindet. Und dann haben wir uns ein bisschen über den Widerstand gegen plastische Verformung unterhalten. Es gibt einen Zusammenhang aus Festigkeit und Duktilität, also dem plastischen Verformungsvermögen eines Werkstoffs. Ich sag mal Büroklammer versus Omas Blumenpott. Und wenn man da dran rumspielen will, kann man zum Beispiel Kaltverfestigung nutzen. Also man bringt eine mechanische Arbeit ein, verformt den Werkstoff, sodass sich Versetzungen im Werkstoff anfangen zu blockieren und man beobachtet eine Zunahme der Festigkeit. Alternativ dazu kann man auf Zwischengitterplätzen Fremdatome einbringen, die sogenannte Mischkristallhärtung, die man durch Legieren erreicht, wobei man sieht, dass da unterschiedliche Legierungspartner unterschiedliche Wirkungsgrade besitzen, die davon abhängen, wie das Größenverhältnis der Atome auf den Zwischengitterplätzen zum Kristallgitter ist. Und dann haben wir festgestellt, dass wenn solche Versetzungen sich durch solche Störatome bewegen, die entweder die Störatome schneiden, was man sogar mikroskopisch auflösen kann, das heißt, das ist bewiesen, oder die Kristalle sind so massiv gestört durch große Störatome, dass die Versetzung entsprechend rundherum wandern muss. Und jetzt war ich noch zum Schluss die Antwort darauf schuldig geblieben, was ist denn eigentlich mit der Zugfestigkeit? Die Zugfestigkeit ist ja auch interessant, weil erst da beobachten wir dann im Zugversuch die Einschnürung, also das erste Versagen des Materials, und dementsprechend geht damit einher die Bruchfähigkeit. Jetzt wollen wir diese Werte irgendwie verbessern für ein gegebenes Material, und das geht. Die Zugfestigkeit zu verbessern ist erfunden und ist auch wichtig für die moderne Automobilindustrie beispielsweise. Ich hatte schon mehrmals angemalt die Variante Baustahl mit einer entsprechend konventionellen Zugfestigkeit im unteren dreistelligen Bereich der Megapascals, und dann kann man entsprechend durch Legierung modernster Stähle in brutal hohe Zugfestigkeitsbereiche kommen. Das wäre jetzt qualitativ dargestellt der höchst feste Baustahl. Die Zugfestigkeit ist in Wirklichkeit deutlich größer, als doppelt so groß, wie das hier angedeutet ist. Ich will nur noch mal darauf hinaus, wenn ich die Zugfestigkeit erhöhe, dann muss ich immer ertragen, dass dabei die Duktilität leidet. Und das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein, je nachdem, was man will. Wenn erreicht man sowas hier? Sowas erreicht man durch Legierungen. Das gucken wir uns dann noch an, wenn es soweit ist. Es gibt aber auch noch andere Methoden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen, beziehungsweise die Bruchwiderstandsfähigkeit zu erhöhen. Und eine erste Möglichkeit ist, eine hohe Oberflächengüte zu erreichen. Warum ist das wichtig? Makroskopisch betrachtet sehen die meisten technischen Stahloberflächen ja schon ganz gut aus. Wenn man das Ganze mikroskopisch auflöst, dann könnte man hier mal eine schlechte Oberflächenqualität, weil sehr rau, und eine sehr, sehr gute Oberflächenqualität, weil relativ flach andeuten. Und worauf will ich hinaus? Wenn ich mir vorstelle, ich belaste das Ganze jetzt mechanisch, meinetwegen sogar noch zeitabhängig, irgendwie so, dann ist doch vorstellbar, dass insbesondere an diesen tiefen Kerben hier eine gewisse Rissanfälligkeit besteht. Das bedeutet, je rauer die Oberfläche, desto größer ist nach dieser Daumenregel auch die Rissanfälligkeit und damit das Risiko, dass das Bauteil entsprechend versagt. Das heißt also, gerade bei dynamischen Belastungen sollte man drüber nachdenken, hohe Oberflächenqualitäten bzw. Rauigkeiten zu erreichen. Dann gehen wir mal in den Werkstoff rein. Auch im Werkstoff kann es zu Rissen kommen, ohne dass man das an der Oberfläche sieht. Insbesondere an Schwachstellen, die in der Herstellung entstehen, beispielsweise Poren und Einschlüsse. Je nachdem, wie sauber man da gearbeitet hat, wie man abgekühlt hat und so weiter, kann es also sein, dass in meinem Bauteil irgendwas drin ist, was da gar nicht rein soll. Irgendwas,
möglicherweise also auch ein Lunker, der beim Gießen entsteht, irgendwelche Hohlräume oder eben entsprechende Einschlüsse und Poren. Und wenn die auftreten, dann verursachen die natürlich eine Schwächung des Materials, weil an all diesen Stellen weniger Kraft aufgenommen werden kann. Und wenn ich weniger Kraft aufnehmen kann, dann habe ich mit einer Schwächung des Materials zu kämpfen und eine überdimensionale Menge an Schwächung bemerke ich entsprechend in der Zugfestigkeit. Im Umkehrschluss ist es also schlau, genau sowas zu vermeiden, um eben bei einer Belastung hier nicht schon die ersten Anrisse direkt im Werkstoff zu bekommen. Und dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit, die etwas exotisch ist, aber trotzdem erwähnt werden soll, weil ich sie mechanisch ganz interessant finde. Und zwar ist das eine Oberflächenbehandlung, mit der man erreichen kann, dass man sogenannte Druckeigenspannungen in der Oberfläche des Bauteils erzeugt. Die Oberflächenbehandlungen, die sind nicht ganz so trivial, mit denen man das erreicht. Deswegen gehen wir mal einfach davon aus, dass das so geht. Und dann lösen wir doch einfach mal für irgendein gegebenes Bauteil hier entsprechend so eine behandelte Oberfläche auf. Dann stellen wir also fest, es gibt dann da eine Schicht, die weist eine Druckeigenspannung auf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an diesem Bauteil ziehe, dann kann ich mir noch vorstellen, dass aufgrund der Druckeigenspannung das Bauteil in sich geschlossen versucht, in seiner Form zu bleiben, indem sich diese Spannungen ausgleichen. Das bedeutet also insgesamt, man hat ein Teil, das gut zusammenhält. Und wenn man sich dann für diese etwas exotische Oberflächenbehandlung entscheidet, kann man auch da eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen das Versagen bei Bruch beobachten. Dann haben wir uns jetzt also eine ganze Menge darüber unterhalten, wie man irgendwie die mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen verändert. Und ganz, ganz oft ging es ja irgendwie darum, fremde Atome einzubringen. Und wenn man also mehrere Metalle miteinander kombiniert, meistens um irgendwelche gezielten Eigenschaften einzustellen, dann sprechen wir von Legierungen. Wenn ich solche Legierungen also erzeuge, dann muss ich mir da sicher sein, worum es da geht und wie das alles funktioniert. Und auch da hat der Mensch sich schon eine ganze Menge Gedanken drum gemacht. Und deswegen ist es ja nur konsequent, wenn wir uns über Werkstoffkunde unterhalten, dass wir dann also im nächsten Video mal mit der Legierungslehre starten.